Boden. Oh, Bagel! Gib mir deinen Bagel! Yes, wir haben einen Bagel. Perfekt. Können wir uns den Schlummerplatz ergattern? Die Heist ist geglückt. Der Bagel ist gestohlen. Yes! Ah, wieder mal gut geschlafen. Oh, hey Freunde. Ihr seid auch schon wieder da. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Little Kitty Big City. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir die Stadt ein bisschen erkundet. Beetle hat einen Nervenzusammenbruch gehabt. Und wir haben hier einen Spielzeugfigurenladen gefunden. Und eine Katze, die einen Menschen umgebracht hat, so wie es aussieht. Mal schauen, was die zu sagen hat. Hi, dein Mensch scheint beschädigt zu sein. Ist alles in Ordnung? Nicht wirklich. Meine Schwester Ramune ist nämlich weggeflogen. Das klingt ernst. Bis dahin ist eigentlich noch alles normal. Sie fliegt gerne draußen herum und bringt jedes Mal Geschichten aus der Nachbarschaft mit. Heute schien es besonders sicher zu sein. Auf der Straße sind keine Autos unterwegs, weil die Menschen die undichten Rohre reparieren müssen. Das erklärt, warum die Straßen so leer sind und so nass. Igitt. Aber das ist halb so wild. Das Problem ist, dass Ramune vorhatte, gegen eine Katze zu kämpfen. Oh oh. Du sagst es. Letzte Woche hat sie einen Gecko gegen Boss-Katze-Filmmarathon eingelegt und will seitdem gegen eine Katze kämpfen. Ich dachte, sie meinte meinen Spielkampf. Also habe ich vorgeschlagen, ich könnte Bosskatze sein und sie Gecko, aber sie möchte wohl gegen eine echte Katze kämpfen. Moment mal, bist du keine echte Katze? In ihren Augen nicht. Ich bin nur der große Bruder, der sie gewinnen lässt, wenn wir Gecko spielen. Sie hat sich eine richtige Herausforderung gewünscht mit einer echten Katze. Ich wollte gerade hier suchen. Nach ihr suchen, aber unser Mensch hat den leeren Vogelkäfig bemerkt und naja. Meine Schwester und mein Mensch brauchen mich beide. Wie soll ich mich entscheiden? Das brauchst du nicht. Ich sehe mich sowieso in der Gegend um, also kann ich auch nach Ramune Ausschau halten. Wirklich? Das wäre sehr nett von dir. Kein Problem, sag mir einfach, wie sie aussieht. Kennst du diese blauen Vögel, die man auf der Straße sieht? So einer ist sie, aber leuchtend gelb, sehr schnell und extrem quirlig. Was mache ich, wenn ich sie gefunden habe? Gute Frage, lass mich nachdenken. Ah, ich hab's. Der perfekte Plan. Ramune kennt dich nicht, also wird sie dich für eine echte Katze halten. Ich bin eine echte Katze. Und wenn du sie anfängst und wieder entwischen lässt, ist das, als hätte sie die echte Bosskatze besiegt. Sie wird sich so freuen. Klingt nach einer Menge Spaß. Ramune hat eine blühende Fantasie. Du wirst dich köstlich amüsieren. Sie fliegt gerne vor dem Laden die Straße entlang. Super, ich bringe Ramune im Nu nach Hause. Ich meine, gegen die Bosskatze hat Gecko keine Chance. Danke, Bosskatze. Jetzt hier noch ein Miniaturhaus. Stadt. Ja! Bosskatze, werde die große Katze in einer kleinen Stadt. Rah! Ja, die Stadt auseinandernehmen. Attack! Okay, dann müssen wir wohl die gute Ramune suchen, oder wie sie heißt. Ich habe schon wieder vergessen. Aber wir können hier noch hochklettern. Weg mit den Spielfiguren. Zack. Weg damit. Noch mehr Blinkies. Hepp. Und da glüht es. Kann ich hier... Ah, ich kann hier pennen. Im Mund des Dingens. Katzenschlummer. 4 von 7 entdeckt. Nice. Nein! Ah, Mist. Wollte eigentlich nicht runterspringen. Ich wollte eigentlich noch zu der Blechbüchse hoch. Schaffe ich es von hier da... Ah ja, sollte gehen.
Noch zwei Blinkies, perfekt. Dann halten wir mal nach diesem gelben Vogel Ausschau. Irgendwo, ich sehe ihn schon. Okay, müssen uns anschleichen. Mist, sie ist weggeflogen. Komm schon, sie muss wieder landen. Muss noch ein bisschen weiter nach vorne. Jetzt! Oh nein! Die Postkatze hält Gecko in ihren Klauen gefangen! Ist dies das Ende unserer Höllenfigur? Ah, ich will die Postkatze. Ich bereite dem Spaß ein Ende. Diesmal lässt sich die Postkatze nicht von Gecko überlisten. Es gibt für dich kein... Für dich... Nicht so schnell! Nicht so schnell, Postkatze! Ich bin klein, aber... Oh! Oh je. Genug! Zack! Gecko, bumm! Gecko, krank! Du hast schon wieder verloren, Bosskatze. Was für ein glorreicher Sieg für Gecko. Warte nur, bis mein Bruder davon erfährt. Bosskatze gegen Ramune. Müssen wir, glaube ich, mit ihrem Bruder wieder reden. Wie sollen wir zurück sein? Bosskatze, willst du eine Revanche? Ich roll mich immer noch vom letzten, unserem letzten Kampf. Oh, hallo, du fremdes Geschöpf, dem ich nie zuvor begegnet bin. Bist du etwa die berühmte Bosskatze? Ja. Meine Schwester hat mir denn euren epischen Kampf erzählt. Schade, dass ich ihn verpasst habe. Mach nichts, je weniger Zeugen, desto besser. Also, Trostpreis bringe ich dir ein beruhigendes Emote bei. Muffins machen! Was auch immer das ist, ich knete es richtig durch. Und jetzt muss ich mich wieder meinem Menschen zuwenden. Bevor er sich erholt hat, muss noch viel gekuschelt werden. Es hat mich gefreut, euch beide kennenzulernen. Viel Glück mit den Menschen. Tschüss, Bosskatze! Wir können jetzt einfach... Biscuits machen. Wir können jetzt aber Biscuits machen. Das ist richtig nice. Ich will noch Hut wechseln. Auf einen Hut, den wir noch nicht anhatten. Wir nehmen einen Stachelhut. Das ist richtig nice. So. Wir haben noch mehr zu erkunden. Ich wollte kurz auf der Karte mich umsehen. Da oben soll angeblich noch ein Fisch sein. Gehen wir mal in die Richtung. Wir werden höchstwahrscheinlich zwischendrin etwas anderes finden. Oh, die Krähe. Krächzen. Du siehst aus, als würdest du gern stylische Accessoires tragen. Danke, dass dir das aufgefallen ist. Ich bin eine sehr aufmerksame Krähe. Allerdings, es war schön, dich wieder zu... Himmelwechsel, hast du schon von meinem glorreichen neuen Geschäft gehört? Es heißt Blinkies für Münzen. Mützen. Verkaufst du jetzt Mützen? Keineswegs. Aber es heißt doch Blinkies für Mützen. Ha, das ist das Clevere daran. Ich verkaufe keine Mützen, sondern Zugang zu Mützen. Die Mützen leben nämlich in diesen kleinen Automaten. Und dir, hilfloses Kätzchen, fehlt die geheime... Weisheit, um diese Automaten zu benutzen. Lass mich ran, du weißt, wie es geht. Aber klar doch. Nun, ich Krähe kann das uralte Krähenritual ausführen, bei dem man eine Marke einwirft und einen Knopf dreht. Das klingt jetzt aber nicht so schön. Womit wir beim Thema wären. Mein Vorschlag lautet wie folgt. Für 10 Blinkies kannst du eine Krähe, also mich, anheuern, die dir eine Mütze besorgt. Also verkaufst du doch Mützen. Nein, ich bin ein Vermittler, der innerhalb eines Crowdworking-Systems agiert. Mit einem Tauschgeschäft namens Blinkies für Mützen.
Ja, aber nur weil Blinkies für Zugang zu Krähen, die Zugang zu Mützen haben, in der Marktforschung schlecht abgeschnitten hat. Wenn ich also 10 Blinkies bezahle, bekomme ich eine Mütze. Du übersiehst die subtile wirtschaftliche Genialität meiner Idee. Ich reguliere den Mützenmarkt. Also, willst du jetzt eine Mütze haben oder nicht? Ja, bitte. Bitte sehr. Oh, Mäuschenmütze, so wird der Jäger zum Gejagten. War nur ein Scherz. Die Maus von dem Mann ist mein bester Freund. Okay, die können wir im Verlauf der nächsten Folge tragen. Ah, der Deckel führt zum Ding-Shop. Zum Shop, wo wir vorhin waren. Hier sind noch ein paar Blinkies. Autsch. Da komme ich aber noch nicht rein. Au. Sorry, Tanuki, ich muss da hier weiter. Wo führt denn das hier hin? Ich glaube, man sollte hier nicht durch. Da, ah ja, hier ist eine unsichtbare Wand. Hier ist die Map zu Ende. Okay. Da ist die Map zu Ende. Oh, ein Mülleimer. Komm schon, hinein da. Bewegen, komm schon. Eine Banane? Oiwa. Gib mir die Banane. Wir haben eine Banane. Wir haben einfach eine Banane. Keine Ahnung, was ich mit der Banane anfangen soll. Oh, hallo Tanuki. Ah, hier ist der Roboter, den die Ente erwähnt hat. Hi. Menschen wollen wieder mit mir schmusen. Oh, kann ich hier rutschen? Oh, ich kann hier rutschen. Hier ist noch ein Blinky. Warte, ich will rutschen. Ich will die Rutsche runterrutschen. Whee! Sehr richtig nice. Kann ich hier auf die... aufs Schaukelpferd? Ah, oh, schade, es schaukelt nicht. Das sieht ja lustig aus. Wie die Dinger umher wackeln. Hallo Vogel, ich will nur in die Mülltonne. Komm schon rein da. Der Typ hat sich aber erschrocken. Oh, ein Rubik's Cube. Hier ist ein Hundenapf. Hallo Hundi. Kann ich Hundi eine Banane... Ah, hier ist der Knochen für Hundi. Hier, nimm den Knochen, Hundi. Für deinen Mülleimer rein. Und wieder hin und her wackeln. So. Perfekt. Der Fisch sollte hinter mir sein. Also irgendwo hier in der Richtung. Soll der Fisch angeblich existieren. So, hier rechts von mir. Oh, whoops. Kann ich hier nicht? Ah, okay, es ist eine unsichtbare Pfütze hier. Kann ich schon... Okay, die Pfütze ist nicht ganz... deutlich angegeben. Wo ist hier? Irgendwo da oben. Da oben ist der Fisch. Wie kommen wir da hoch? Oh, ups. Ich brauch's auf die Fresse gefallen. Ups. Irgendwo hier oben soll angeblich einen... Au. Oh, hier ist ein Tor. Aber wo ist der Fußball fürs Tor? Keine Ahnung. Au. Das hatte ich nicht vor.
Kann ich hier... Von hier aus kann ich hier hoch. Oh, ein Blinky. Ah, da hätte ich hier hochklettern können. Ah, okay. Ich habe es jetzt anders gelöst. So, dann hier hochklettern. Ganz... Ah, hier ist der Fußball. Dann verlochen wir den Fußball im Tor. Komm schon, rein damit. Nein, nicht hier durch. Du musst da ins Tor nach hinten. Da hinten ins Tor hinein. Ja, Tor. Fast runtergefallen. Was hat der Mensch da unten vor? Keine Ahnung. Dann springen wir hier rüber. Ein bisschen Jump'n'Run machen hier. Dann müssen wir hier lang. Dann hier hoch. Und dann... Ah, nicht ganz geklappt. Okay, da komme ich nicht hoch. Das ist eine Sackgasse da. Aber hier könnte ich hochkommen vielleicht. Oh, Gott sei Dank bin ich nicht so weit runtergefallen. Komm schon hier hoch. Das Efeu-Klettern ist manchmal noch ein bisschen buggy. Ah, jetzt hat's geklappt. Jetzt bin ich oben. Ich kann hier klingeln. Ich will es zuerst mal schauen. Hier ist eine andere Katze. Da drüben soll der Fisch sein. Irgendwo. Okay, keine Ahnung, was die Glocke bringt. Was ist mit der Katze hier? Oh wow, sieht ein, so ein herrlicher Ort für ein Nickerchen, ob er wohl bald frei sein wird. Verzeihung. Schnarch, noch 5 Minuten, Schnarch. 5 Minuten, das ist gar keine lange Wartezeit. Ich lasse dich schön in Ruhe aufstehen. Ich stehe ja schon auf, Mama, hör auf zu fragen. Mama? Hm, was? Oh, tut mir leid, ich dachte, du wärst da wach. Ich wollte nur fragen, wann der Platz für das Nickerchen frei wird. Ist es Zeit fürs Abendessen? Ich bin mir nicht sicher. Ich hatte heute ziemlich viel Fisch, also ist mein Hungeruhr nicht so genau. Du hast eine Hungeruhr? Jawohl, mein Bauch fühlt sich immer pünktlich zur Essenszeit leer an und so weiß ich was, dass ich meinen Menschen anmiauen muss. Hm, ich warte darauf, dass die Glocke läutet. Das bedeutet, dass der Mensch meinen Teller mit Essen befüllt hat. Glaubst du, es wird bald so weit sein? Wer weiß, ich betätige die Glocke nicht, weil ich auch den Dosenöffner nicht betätige. Du stehst also nur von deinem Schlummerfleck auf, wenn du die Glocke hörst? Wenn ich die Glocke höre und Essen auf einem Teller sehe... Ich wurde mal von einem Vogel ausgetrickst, aber der die Glocke angepickt hat. An dem Tag bin ich 10 extra Schritte gelaufen. Eine Unverschämtheit. Diese Nickerchenzeit bekomme ich nie wieder zurück. Aber mal rein hypothetisch, wenn Essen auf dem Teller ist und die Glocke läutet, stehst du auf. Ja, sowohl hypothetisch als auch in der Praxis. Gut zu wissen. Und magst du auch Essen, für das man keinen Dosenöffner braucht, rein hypothetisch? Schnarch. Na toll, sie nickt schon wieder ein. Schnarch, ich liebe Bagels. Bagels? Hm, ich glaube, die Menschen haben welche. Nein, Herr Elefant, die Bagels sind noch nicht fertig. Herr Elefant? Offenbar kann man hier wirklich ausgezeichnete Nickerchen machen. Ich freue mich schon darauf, es selbst zu probieren. Wir müssen also Bagels finden. Eine andere Frage, die ich habe, ist, wie komme ich da auf das andere Gebäude rüber? Gut, das sind zwei. Wie kommen wir hier aufs andere? Hä? Ich höre die Glocke, aber ich sehe kein Essen.
Unerhört! Schnarch. Das war ein Versuch wert, aber sie steht wohl nur auf einen echten Bagel auf. Meine Frage ist aber, wie komme ich hier aufs andere? Ach so. Ein sehr gewagter Sprung. Dann so hier drauf. Schilde Gärtnerin das Mittagessen. Hey! Böse Gärtnerin. Mach ich halt deine Pflanzen kaputt, böse Gärtnerin. Was hast du jetzt davon? Ich zerstöre deinen Garten. Es scheint sie irgendwie nicht zu stören. Oh, Achtung da unten. Das ist, als ob der Topf nicht kaputt gegangen ist. Drehen wir der alten mal dies. Drehen wir der alten mal das Wasser ab. Und springen wir ihn in die Küche. Oh, da liegt ein Fisch. Nom, 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 nom. Fischig! Eine weitere Leckerei. Leckere Fisch, jetzt kannst du noch höher klettern. Wir haben der alten Eiwa den Fisch geklaut. Richtig nice. So, ah! Miese alte Tasche. Ich brauche einen Bagel. Wir müssen einen Bagel suchen. Wow, das ist ein bisschen hoch. Er hat einen Koffer. Gib mir deinen Koffer. Oh. Er hat eine Gurke im Koffer drin. Gib mir deine Gurke. Aber ich brauche einen Bagel. Haben wir hier im Shop einen Bagel? Hallo, gute Dame. Haben Sie hier etwa einen Bagel im Angebot? Anscheinend nicht. Wir brauchen Bagel. Wo finden wir Bagels? Der hat eine Dose. Ups, Wasser. Der hat eine Dose. Die gute Frau hat nichts. Der hat ein Sandwich. Ich brauche aber ein Ding. Ich brauche aber ein Bagel. Wir rennen hier einfach ein paar Mal um den Block. Vielleicht spawnt jemand mit einem Bagel. Ich hab mich an der Gurke erschreckt. Schon wieder. Ich brauche jemanden mit einem Bagel in der Hand. Das ist so geil. Ey, hier liegt immer noch das Geld aus der ersten Folge. Kann ich das Geld der Krähe bringen? Ich bezweifle es. Brauche jemanden mit Stolperfalle? Bringen 20 Menschen zum Umfallen. Haben Sie vielleicht einen Bagel in Ihrer Tasche, gute Lady? Nee, eine Schere hat sie. Vielleicht auf der anderen Seite? Vielleicht finden wir hier drüben einen Bagel. Mal schauen, ob die Leute hier einen Bagel haben. Kann ich der Krähe das Geld anbieten? Ah, ich kann mit der gar nicht reden. Die hat wieder ein Handy in den Pfoten. Der Typ hat eine Dose. Brauche ich aber auch nicht. Wir brauchen Bagel. Woher krieg ich einen Bagel? Ah, vielleicht aus dem Shop. Dann Blinky.
Lass das Geld mal fallen. Er hat wieder nur ein Sandwich in der Hand. Und da ist eine Kapsel, sehe ich gerade. Wie kommen wir da an die Kapsel ran? Au. Gute Frage. Wie komme ich hier an die Kapsel ran? Müssen wir dann schauen. Aber ich bin jetzt gerade auf der Suche nach Leuten mit einem Bagel. Und oh! Bagel! Gib mir deinen Bagel! Yes! Wir haben einen Bagel! Perfekt! Können wir uns den Schlummerplatz ergattern? Die Heist ist geglückt! Der Bagel ist gestohlen! Yes! Liegt da ein Hotdog? Ah, ne, das ist die Banane. Von vorhin. Also, erstmal hier aufs Tor gesprungen. Dann vom Tor hier hoch. Nicht runterfallen. Dann hier rüber. Müssen wir da hoch. Dann da hoch. Dann hier hoch. Dann hier rüber springen. Das war ein bisschen knapp. Dann hier hoch. Dann hier rüber springen. Und dann da hoch. Und hier hoch. Ein Bagel hier hinlegen. Und dann... Schnarch. Warum ruft mich Herr Elefant um diese Uhrzeit an? Hä? Das ist doch die Essensglocke. Und ist das etwa ein Bagel? Allerdings. Ja! Platz da! Jetzt komm ich! Mm, nom, 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 nom. Der Platz für das Nickerchen gehört ganz dir, Kätzchen. Nom, 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 nom. Aber falls du in Zukunft mal nicht so viel Glück hast, kenne ich einen Trick, wie man jederzeit und überall ein Nickerchen machen kann. Halt Y gedrückt, um es dir dort bequem zu machen. Nom, 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 nom. Und richte Herrn Elefant liebe Grüße von mir aus. Sofort, Nickerchen. Mit der richtigen Einstellung kann man überall ein Nickerchen machen. Nickerchen! Ja! Die Nickerchen-Schlüssel! So. Und mit dieser schönen Aussicht hätte ich gesagt, ich bedanke mich wieder herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Little Kitty Big City wieder. Schaut gerne meinen anderen Projekten vorbei. Hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal.